Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Commentary auf meinem Kanal. Im Hintergrund sehen wir wieder eine Runde Uncharted 3 von mir spielt auf der wunderbaren Map Yem. Erstmal sorry für die Grafik, da ich das im Nachhinein nochmal mit Fraps aufnehmen musste. Denn er hat irgendwie bei Sony Vegas die Datei nicht erkannt, dadurch habe ich das nochmal aufgenommen neu und jetzt ist das halt, sieht man da oben halt die FPS-Zahl, was aber letztendlich glaube ich nicht ganz so schlimm ist. Ja, vielleicht bekomme ich auch Ostern dann meine Elgato Game Capture HD und damit wird die Grafik dann sowieso viel besser aussehen. Ja, noch zum Gameplay. Der Endscore liegt bei 25 zu 3 oder so. Ein normaler Tod und zwei unnötige, wo ich dann keine Lust mehr hatte, aber trotzdem eigentlich ganz gut geworden. Der ein oder andere gute Kill war auch wieder dabei. Jetzt nochmal ganz kurz zu meiner Ausrüstung. Das war die Flints M9. Die Malus Para, Teufelskerl, als Zweitbooster, als Erstbooster Leichtfuß und jetzt mit deinem Rückschuss noch die allseits bekannte Quick Boom. Ja, so viel dazu. Ja, als Maske habe ich auch noch diese Maske. Ich glaube, das müsste die Billy Clowns Maske oder so sein. Dadurch bekommt ihr für jeden Spot halt mehr Munition und dennoch durch Teufelskerl bekomme ich irgendwie für einen Spot an die, schlag mich tot, 3 bis 4 Magazine, also an die 90 Schuss. Das ist natürlich letzten Endes ganz ordentlich, würde ich sagen, und kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr die Maske schon freigeschaltet habt, nehmt sie ruhig. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, so viel dazu. Das müsste jetzt schon das dritte Commentary sein, beziehungsweise ich hatte dieses genau dasselbe Commentary schon einmal hochgeladen, sind sie aufgenommen. Aber das hat mir nicht so gut gefallen, da ja, wie gesagt, nicht richtig erkannt wurde alles. Und deswegen habe ich das mit Fraps nochmal neu aufgenommen. Und ja, jetzt sehen wir es hier. Oh. Natürlich vielen Dank für schon über 140 Abonnenten. Ich weiß gerade nicht genau, wie viele wir sind. Auf jeden Fall über 140 Abonnenten auf YouTube und schon knapp 200 folgende, beziehungsweise ja, 200 Followers auf Twitter. Da war der erste Tod, ja, war nicht ganz so schön. Aber ja, letzten Endes habe ich dieses einfach mal das Commentary nur genommen, damit ich ein neues Commentary habe. Und ja, letzten Endes ein guter Panzerfaustkill war dabei, meine ich. Den haben wir schon gesehen. Und dann war noch ein geiler Quickscope mit dem T-Ball, meine ich. Und natürlich auch viele Fails, wie hier. Der Quick Boom, die waren natürlich schon ganz schön schlecht. Ja. So weit, glaube ich, erstmal zum Gameplay. Jetzt sind wir schon bei 2 Minuten 40, habe ich jetzt nur über das Gameplay geredet, ja. Was gibt's so noch? Also jetzt speziell die Themen habe ich jetzt nicht. Das mit meinem Elgato habe ich gesagt. Dann hätte ich vielleicht noch. Vielleicht noch mit den jetzigen Projekten, mit den Sachen, die ich aufnehmen werde. Also demnächst wird wie immer, also die Commentaries versuche ich zu weiterzuführen, aber das Problem ist halt daran, dass ein Commentary um die 9 bis 10 Stunden Produktionszeit dauert und so ein einfaches LP dauert gerade mal 3 Stunden. Mit Hochladen sind wir da auch gerade mal bei vielleicht 5,5. Also das geht viel besser, als wenn ich hier so ein Commentary hochlade. Auf jeden Fall, wir werden Mass Effect 3 aufnehmen, die Story. Auf jeden Fall, den Multiplayer bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das könnte man in die Kommentare schreiben, ob ihr auch mal den Multiplayer sehen wollt, sobald das erste Video davon draußen ist. Und ja, alles, was man in Minecraft so machen kann, Hunger Games, Mod Reviews und so weiter, kommt natürlich in Minecraft. Jo, zu den Projekten dann natürlich, sobald meine Elgato da ist, werde ich noch Borderlands mal irgendwann aufnehmen. Und auch irgendwann Battlefield auf jeden Fall. 2 und 3, glaube ich, beides. Ich kann 2 sowieso ein bisschen besser als 3. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber 3 kann ich irgendwie gar nicht. Da habe ich da irgendwie mal so, keine Ahnung, 19 zu 11 oder so gerade mal. Und bei 2 sind das dann doch schon mal so 82 zu 5 oder so. Das ist dann natürlich ein bisschen besser. Ja, dazu zu den jetzigen Projekten. Ich glaube, mehr zu Projekten. Was haben wir noch für Projekte offen? Ich glaube, das war es fast an Projekten. Natürlich Black Ops nochmal irgendwann, sobald ich die richtigen Leistungen des PCs dafür habe. Das kann aber noch eine Weile dauern. Also, wenn ich die richtigen Leistungen habe für den PC, dann werde ich auch mal Black Ops aufnehmen. Aber im Moment ist mir das alles noch hart schon zu kämpfen ohne Aufnahmen mit Black Ops. Und dann noch mit Aufnahmen ist natürlich dann voll für den Arsch. Und deswegen glaube ich, machen wir das, sobald ich die richtigen Leistungen des PCs habe. Jo, das hätten wir jetzt auch gesagt. Vielleicht kommt demnächst mal in Uncharted 3 ein Dual-Commentary, aber dazu jetzt noch nicht ganz so viel.
Ja. Im Moment spiele ich übrigens auch ziemlich gerne mit der Gmall. Wie der ein oder andere es vielleicht schon gemerkt hat. Also ich weiß jetzt nicht, ich spiele jetzt eigentlich. Also diese Aufnahmen sind halt schon immer meistens ein wenig her. Da ich halt für die ganze Bearbeitung auch noch viel Zeit brauche. Und deswegen ist dies jetzt glaube ich schon wieder fast eine Woche her. Und ja, es ist auch auf jeden Fall so, dass ich im Moment mit der Gmall und also mit der Romage Gmall, die in Blindfeuer ziemlich gut aufgerüstet ist und mit einem schnellen Nachladen spiele, da ihr mit der Blindfeuer Gmall einfach springen könnt und im Schuss gut trifft und dass es trefft, das ist natürlich dann sehr ordentlich. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, dann halt. Und mit der Rauchbombe spiele ich im Moment ziemlich gern. Da die ist mir wirklich ziemlich feil für ein Rumpet. Und deswegen ist die Rauchbombe auch oft dabei. Also ich habe jetzt auch noch ein Rumpet auf meinem Desktop. Aber das werde ich dann halt demnächst erst bearbeiten. Da den Granatenkill habe ich nicht ganz verstanden, den ich da hingekriegt habe. Aber egal. Und ja. Ach ja, ich hatte schon mal, glaube ich, zwei, drei Fragen gekriegt. Also eine Frage war, wie meine Stats, beziehungsweise wie meine Statik und meine Position auf der Weltrangliste und so ist. Also meine Statik, beziehungsweise meine KD liegt bei 1,52 und irgendwo da bei 1,52 und ich habe jetzt meine 45.000 Kills und 30.000, 32.000 Tode oder so. Also jetzt noch nicht so super geil, aber nee, den kann ganz 1,50 gar nicht sein. 1,42? Keine Ahnung, sage ich euch irgendwann anders mal noch. Und auf jeden Fall, das ist so meine Statik und Weltrang bin ich jetzt mal nicht. Keine Ahnung, ich will nichts Falsches sagen. Ich meine, in Turnierrang bin ich jetzt 1000, 1200, 1200 irgendwie so. Und dann war das irgendwie plus 1000 noch, also bin ich irgendwo auf Platz 2000, 1900 Weltrang. Also jetzt nicht ganz so gut, aber ja. Ich war halt vor kurzem auch noch einigermaßen schlechter. Also jetzt habe ich halt gute Tipps bekommen. Und dementsprechend so läuft das Spiel dann halt auch. Und dann kann ich auch gute Runden spielen, beziehungsweise gute Ergebnisse bringen. Und deswegen, ich hatte vor, glaube ich, fast vor 2 Monaten oder 3 Monaten hatte ich fast noch minus 2000. Jetzt schon irgendwo bei plus 13.000 oder so. Das ist natürlich schon ordentlich gesteigert. Ja, jetzt natürlich, ich lasse, glaube ich, das erste Commentary mit dem verbesserten Headset. Ja, ich höre nämlich selber gar kein Rauschen. Das ist schon ganz schön cool. Ja, zum Rauschen. Ja, komm, den Followers und weiter habe ich alles schon gesagt. Wir sind jetzt schon bei 8 Minuten und 5 Sekunden. Ja, das heißt, das Gameplay neigt sich schon langsam zum Ende. Ja, ist wirklich so. Man kann es nicht glauben, ne? Ja, leider schaffe ich in diesem, das kann ich ja schon sagen, ich schaffe wieder kein Rumpel, da ich irgendwo beim 18. Kill verreckt bin, wieder mal. Wie kennt man ja auch nicht anders von mir. Und den spotte ich richtig geil aus, weil, ja. Moment bin ich so ein bisschen spottgeil in Uncharted, da irgendwie das Spiel jetzt nicht mehr so den Spaß macht, wie jetzt ich es angefangen habe zu spielen. Deswegen verspotte ich einfach alle Gegner, um mir das Spiel noch ein bisschen spaßiger zu gestalten. Jo. Ja, das haben wir auch gesagt. Ja, Leute, ich glaube, so viel gibt es jetzt gar nicht mehr zu erzählen. Der Part wird vielleicht heute noch rauskommen, vielleicht aber auch erst morgen wieder, so gegen 2. Je nachdem, wie schnell es dann hochlädt heute Abend und wie schnell ich fertig bin mit dem Bearbeiten. Das steht alles noch in den Sternen. Das war übrigens total schlecht von mir. Ich wusste nicht, wenn ich abschießen soll. Habe ich den abgeschossen, beide richtig haben mitgegeben und alle haben überlebt, ey. Und jetzt beamt er sich noch weg, das ist so assi. Aber dafür kommt da gleich noch was Cooles, das kann ich schon mal sagen. Ja, noch ein schöner Genickbruch. Was halt, ich werde auch sehr oft immer angeschrieben wegen dem Abonnenten-Special. Ja, Leute, ich bin noch so krass am Plan wegen dem Abonnenten-Special, weil ich muss noch einen richtigen Server finden, wo wirklich alle, da sterbe ich leider. Ja, naja, wo wirklich alle Leute, die gecrackt haben und mitmachen wollen, noch rauf können. Und jetzt gibt es ja das Problem, dass ich habe einen sehr guten Server und ich meine. Aber 6 Leute, die dabei sein wollen, sind also spielen auf einer gecrackten Version. Und ja, das ist natürlich nicht ganz so super, weil ich muss halt einen gecrackten Server finden, der über 20 Slots hat. Und ja, da bin ich auch verreckt, das war auch schlecht, da hatte ich den nicht Schnauze voll gehabt.
Ich muss einen guten Server finden, der über 20 Slots hat, für gecrackt ist und wo ich einigermaßen Recht habe, dass ich euch da auch richtig dann praktisch die Rechte geben kann, damit ihr darauf spielen könnt. Das ist alles nicht ganz so einfach, Leutchen. Aber das wird noch. Und falls wir nicht. Ja, das wäre jetzt schon ganz schön spät, das 100 Abonnenten-Special. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir machen gleich mit dem 200 Abonnenten-Special. Legen wir gleich los. Und dann, weil dann bin ich jetzt auch fertig mit Planen und alles. Und dann passt das schon. Ja, Leutchen, das sind die letzten 5 Kills, die gemacht werden können. Davon machen wir den allerletzten und den hier noch. Das war ein sehr schöner Kill. Einfach so bam bam. Weg ist er. Und ja. Dann würde ich schon mal sagen, Leute, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Und jo, dann bis zum nächsten Mal. Nochmal an alle. Dankeschön, dass ihr mich immer so unterstützt. Beziehungsweise der eine oder andere unterstützt mich sehr gut. Natürlich auch sehr nett von euch, wenn ihr Daumen nach oben oder Daumen nach unten gebt. Da ich dann wirklich viel besser einschätzen kann, ob meine Videos gut ankommen oder nicht. Also damit hört bloß nicht auf und Kommentare wie immer sehr gern gesehen. Dann natürlich danke fürs Einschalten. Haut rein, Leute. Euer Final LP, bis zum nächsten Mal und ciao.